Dann hallo, herzlich willkommen zurück. Wir hatten eine kurze Umbaupause, ein bisschen später angefangen, weil wir eben schon ein bisschen überzogen hatten. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt den letzten Speaker quasi unserer Fototage im November begrüßen dürfen. Ich habe den lieben Fabian zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist. Hi Tina. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du, wenn du nicht gerade bei uns hier in der Akademie stehst? Also, Fotos natürlich. Ja, hi, ich bin Fabian Grell. Hallo auch ins Publikum vor Ort. Ich bin Fotograf aus Bielefeld, Porträtfotograf, genauer genommen Close-up-Beauty-Kreativ. Typ, ja, genau. Ich bin Lumix-Fotograf und genau, freue mich tierisch, heute hier zu sein und in diesem Workshop ein bisschen was zu erzählen über In-Camera-Bearbeitung bzw. Out-of-Cam-Fotos. Ja, wunderbar. Dann hast du hoffentlich den einen oder anderen Tipp für uns parat. Sollten, wie immer, ihr kennt das mittlerweile, sollten Fragen sein, gerne hier stellen, vor Ort bemerkbar machen oder einfach, wer im Stream zuschaut, einfach in den Chat reinschreiben. Ich leite das dann gerne alles weiter und dann verliere ich jetzt nicht mehr so viele Worte, Ja. sondern wir starten einfach. Ich hoffe nicht, dass ich überziehe. Ich schaue mal, wie das klappt. Normalerweise mache ich den Workshop eher ein bisschen länger, aber ich versuche das heute mal ein bisschen kürzer zu halten und einfach locker hier heute ein bisschen ein Live-Shooting zu machen mit Pascal. Komm doch auch zu mir mal noch mal einmal kurz hoch. Pascal ist heute mein Model. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Wer meine Fotos kennt, kennt auch schon Pascal. Genau, und wir ja, schauen mal, was wir heute so zaubern, ne? Yes, sagt er, alles klar. An euch im Publikum hier, schreit gerne einfach rein. Ich mache jetzt hier kein starres Programm mit Bullet Points, die ich abarbeite oder so, sondern ich erzähle einfach ein bisschen, wie ich so arbeite. Das ist jetzt auch kein richtig und kein falsch. Und es ist auch keine Anleitung oder so, sondern es ist in erster Linie ein Impuls, den ich euch geben möchte. Eine kleine Inspiration. Vorweg erstmal, ich selber bearbeite total viel. Ja, das heißt, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Out-of-Cam-Fotograf. Ja, also ich bin jetzt nicht einer, der im Studio arbeitet, nur JPEGs fotografiert und das passt dann. Ja, und der lässt es so. Sondern in der Beauty-Fotografie, ihr wisst es, muss man eben auch viel, oder macht man für gewöhnlich viel Hautretusche, Haare, Kleidung. Genau, aber es gibt eben auch einen Ansatz, den ich auch verfolge, nämlich, dass ich mir im Nachhinein eigentlich nicht so viel Arbeit machen möchte. Ich möchte nicht an einem Bild 3 Stunden rumretuschieren müssen. Und daher kommt auch so ein bisschen der Gedanke, ja, was kann ich denn eigentlich schon beim Shooting oder ja, einfach in der Fotografie selber und mit der Kamera schon irgendwie einstellen, unternehmen, dass ich am Ende nicht mehr ganz so viel Arbeit habe und vielleicht manche Effekte einfach schon vorher reingebracht habe in das Bild, die ich dann am Ende nicht mehr ja, digital hinzufügen muss. Es ist natürlich alles möglich, auch relativ schnell. Das hat die Vorrednerin ja auch schon eben gesagt. Mit AI-Tools geht heute alles zack, zack, zack. Der Hintergrund ist auf einmal so, die Haare sind so, die Haut ist so. Das geht alles sehr schnell. Aber man kann eben auch ganz herkömmlich, sage ich mal, so ein paar Tricks benutzen. Und davon möchte ich heute einfach ein bisschen was zeigen in einem Live-Shooting, ein bisschen aus der Mottenkiste plaudern. Und genau, kurz zum Technischen. Ich fotografiere mit der Lumix S5 II. Das Schöne ist, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, LUTs zu verwenden, also Bildprofile, sage ich jetzt einfach mal, digitale Farbprofile, die ich hier reinladen kann, um eben ja, den Look von dem Bild nochmal mehr zu verändern, als jetzt nur vielleicht über die vorgegebenen Bildstile, die vorhanden sind. Dazu komme ich aber gleich noch mehr. Ihr fotografiert sicherlich nicht alle mit Lumix, und deswegen müsst ihr dann so ein bisschen selber schauen, was da für euch übertragbar ist oder eben auch nicht, ne? Ich kann natürlich nur Werbung machen für meinen Hersteller. Genau. Die Lichter heute sind von Nanlite. Ich habe hier einmal die FS300 mit einem Projektionsvorsatz. Schauen wir mal, ob wir diesen Workshop jetzt schon benutzen oder ob wir das im nächsten machen, der noch folgt, wo es ein bisschen mehr um die Lichtsetzung geht und Spiel mit farbigem Licht. Hier haben wir die FC500B, neues Modell auch von Lanlite, hat ordentlich Power, Bicolor, also ich kann die Farbtemperatur schön einstellen und Pascal ist schon halb blind wahrscheinlich jetzt, dadurch, dass er da reinguckt die ganze Zeit, aber für Workshops ist es einfach ideal, weil ihr seht dann auch so ein bisschen die Lichtsetzung, ne, die ich mache. Genau, und da hinten haben wir noch so ein paar Tubes, die ich auch total gerne benutze für Farbspielereien und solche Geschichten. Genau, das Erste, was ich mache, ist, ich lege die Kamera erstmal weg und
durch die kurzen Umbauphase. Ich muss jetzt einmal noch mal kurz gucken, ob das Licht passt. Aber dazu ist es eigentlich auch eine tolle Gelegenheit, gleich schon mal bei diesem Thema anzufangen, nämlich der Lichtsetzung. Ich bin ein Fan des Rembrandt-Lichts und wenn du mal einfach so ein bisschen straight zu dieser Uhr schaust oder zum Redaktionspanel, genau, so ein bisschen Rembrandt-Licht haben wir schon so in die Richtung. Ich müsste die Softbox eigentlich noch ein bisschen höher machen, dass wir hier noch ein klareres Dreieck haben unterm Auge vielleicht. Aber es ist hier von der Deckenhöhe ein bisschen schmal, deswegen verzeiht es mir, dass ich auf dieses Detail verzichte. Aber durch die Lichtsetzung kann man eben schon total viel Retusche machen. Ja? Also, ich mache mal ein Beispiel. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht alles kaputt, aber ich nehme mal hier die Softbox ab und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ah, Moment, ich mache ein bisschen dunkler noch nicht, dass du gleich hinten rüberfällst, Pascal. Genau. Achtung. Schwuppdiwupp. So. Ihr kennt es. Abendlicht, ja, oder die Morgensonne. Ich mache es mal ein bisschen. Das heißt, jetzt haben wir im Grunde den Blitzeffekt. Ja, wir haben die harten Schatten hier. Ich husche mal rüber an der Nase, unterm Kinn. Naja, und was machen diese harten Schatten? Die sind ja nicht nur jetzt beim Kopf und bei der Nase, sondern die sind eben auch bei jeder einzelnen Pore, bei jedem Haar. Alles, was ich an Unebenheiten sozusagen auf der Haut habe, wirft einen langen Schatten in das dahinterliegende Tal. Nenne ich jetzt einfach mal eine Pore zum Beispiel oder sowas. Das heißt, hartes Licht heißt harte Hautstruktur. Ja, das ist natürlich total cool, wenn ich wirklich diese Details haben will, dieses Crispy, nenne ich das manchmal, ich weiß es nicht, ist das natürlich super, ne? Aber wenn ich jetzt eine ganz softe, butterweiche, schöne Haut haben möchte, dann ist das wahrscheinlich nicht das Licht, was ich wähle, es sei denn, ich möchte gerne noch 3 Stunden Beauty-Retusche machen. Deswegen würde ich hier die Softbox wieder draufpacken und genau, stehe ich selber im Licht. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist nicht nur, dass ich jetzt irgendwie eine Softbox drauf habe oder einen Diffusorschirm davor oder einen Diffusorschirm und noch einen Diffusorschirm in der Softbox und keine Ahnung, sondern dass ich eben auch die Lichtquelle entsprechend einstelle vom Abstand. Ne? Wir werden das gleich mal sehen. Ich versuche die mal wieder dran. Mag mir noch mal wer da hinten dran drücken, dass ich das nicht umkippe. Wäre sehr freundlich. Vielen Dank. Ach so, wir sind hier vor der Lampe. Hat geklappt? Ich glaube, ja. So. Genau, also je näher ich quasi dem Licht komme, desto mehr stehe ich ja in der Softbox drin und desto mehr kommt das Licht von allen Seiten und desto mehr wird jeder Schatten auch wieder aufgehellt. Ne? Das heißt, ich habe da weniger Hautstruktur, ein bisschen mehr Beauty-Retusche, direkt schon im Bild, ohne dass ich überhaupt einmal was stempeln muss oder sowas. Genau, das heißt, die Lichthärte ist schon mal ganz entscheidend, da kann man schon mal super viel drüber machen. Und natürlich auch, ja, vielleicht so ein bisschen, kann man auch mit dem Reflektor mal ein bisschen was gegenhalten, einfach um da ein bisschen mehr Licht reinzubringen, da wo Schatten quasi auf der Haut ist. Ne? Das heißt, wenn man jetzt nicht diesen super crispy Klarheit, Hautstruktur, Look haben möchte, kann man hier schon mal am Set direkt was bewirken. Genau, ich tue das jetzt mal weg, den Schirm mal einfach hier so hinstellen. Und ist noch ein bisschen, für meinen Geschmack noch ein bisschen dunkel. Kriegen wir hier noch ein bisschen mehr raus. Ja, gehen wir auf 100%, schieb's noch ein bisschen näher ran. Ein bisschen mehr von der Seite. Herrlich. Wunderbar, gefällt mir persönlich jetzt schon mal ganz gut. Genau, wir haben jetzt hier ein One-Light-Setup. Einfach nur der Vollständigkeit halber kommt jetzt noch das zweite dazu. Einfach, weil ich das irgendwie immer mache und immer gut finde, hat jetzt nichts mit In-Camera-Bearbeitung zu tun. Aber ich würde es einfach gerne nutzen, damit wir hier ein cooles Bild haben. Übrigens gleich die Leute, die vor Ort sind, in der kurzen Pause zwischen den Workshops dürft ihr gerne auch noch das ein oder andere Foto machen von Pascal. So. Ein bisschen was von hinten hier. Immer super. Um die Kontur noch ein bisschen rauszuholen. Ne? Mal von vorne schauen. Ja, passt. Ist halt fotogen, da kann man machen, was man möchte. Ne? Ach, gibt kein schlechtes Licht bei Pascal, finde ich immer geil. Genau. So, vielleicht habe ich was vergessen. Ich weiß nicht. Ich mache mal einfach weiter. Mir fällt mir schon noch wieder ein. Was kann man noch machen?
um, ich bleibe einfach mal bei der Haut, ne, weil das auch ein Thema ist, was meine Fotografie einfach prägt, dass sich die Haut irgendwie, ja, dass die halt auf dem Foto so aussieht, wie ich das möchte. Ja. Vor Ort, ihr könnt sehen, im Stream wahrscheinlich nicht, ich habe hier vorne einen Polfilter drauf. Und der ist halt total super, wenn ihr irgendwie Spiegelung, Reflexion wegnehmen wollt, zum Beispiel bei Brillenträgern, Trägerinnen ist das super, um da ein bisschen gegenzuwirken. Autofensterscheiben, vielleicht können wir die Fenster wieder zumachen, bevor die Hütte wegfliegt. Danke, genau. Ja, oder sowas wie Wasser, Wellenreflexion. Da hat man manchmal so ganz harte Reflexionen drin, die man mit dem Polfilter super wegnehmen kann. So, und jetzt gehe ich mal hier in den Live-Modus. Da dürftet ihr jetzt auch das Bild langsam sehen. Gehen wir einen Schritt zurück. Mal ein bisschen schauen, wie wir das hier Kabel richtig hinkriegen. So. Und für all die Zuschauer am Computer bin ich jetzt mal nett und gehe in den ins Querformat. Genau. So. Genau, was ihr sehen könnt, ist, wir haben ein bisschen Reflexion auf der Haut, wahrscheinlich. Ich schau mal, ob ich die Zebra-Ansicht hier kurz rausnehmen kann. Gib mir eine Minute. Zebra off. Ups, falsch. Zebra off. So, wunderbar, genau. Da kann man das nämlich sehr schön sehen. So, ich habe einen variablen Polfilter drauf. Das heißt, ich kann ganz bestimmte ja, Frequenzen, nenne ich es jetzt einfach mal, also Polarisierung rausfiltern oder eben auch nicht. Das heißt, ich drehe jetzt vorne an meinen Polarisationsfilter und kann dadurch auch die Hautstruktur nochmal verändern. Und es ist sehr eindrücklich, was passiert. Hoffe ich zumindest jetzt, ansonsten haben wir einen Vorführeffekt. Genau, schaut doch einfach mal her. Ne? Seht ihr das auf der Stirn? Ja, wie jetzt zum Beispiel die Reflexion sehr hart ist und jetzt sehr schwach. Ja, also ich kann auch mal ein Foto machen vorher und nachher. Können wir einmal schauen. Einmal in den Play-Modus gehen und dann. Ups. Ja. Also bei hartem Licht sieht man es noch mehr. Wir haben jetzt ja relativ schön softes Licht, deswegen ist der Effekt nicht so ganz so stark. Aber man sieht schon auf der Stirn, wir haben hier wirklich einmal mehr harte Reflexionen auf der Haut. Und einmal ein bisschen weniger. Und durch den Polfilter kann man wirklich die Reflexion ein bisschen rausnehmen. Und kann man in den manuellen Modus gehen. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen mehr. Na, so sieht man es besser. Genau, haben wir den Belichtungsausgleich nicht. Ich warte noch auf den Monitor. Ah, Kabel ziehen, nochmal reinstecken, okay. Jetzt, wunderbar. Auch ein geiler Look übrigens, ne? Gleich mal ein Foto machen. Ups. Hammer. Genau. Und jetzt schaut mal, was hier passiert mit dem Rimlight hinten. Ne? Kann ich wunderbar kontrollieren. Mal einmal zu mir. Ja, da sieht man richtig, was mit dem Glanz auf der Haut passiert, wenn ich mit dem Polfilter arbeite. Also das ist auf jeden Fall ein so ein Beispiel. Ich arbeite total gerne mit dem Polfilter, eben deswegen einfach, weil ich dann so ein bisschen den Hautglanz kontrollieren kann. Ich mag den zwar gerne, aber manchmal nicht ganz so viel. Und bevor ich dann 100 Jahre immer in der Softbox wieder rumfummel und genügend Licht habe, das braucht man nämlich, weil es nimmt einem bestimmt eine Blende weg. Genau, kann man hier ganz wunderbar spielen. Ich glaube, ein bisschen meine...
Aha. Herrlich. Querformatfotografie bei Porträt. Das mache ich sonst nicht, das mache ich nur für euch. Genau, das ist das eine. Vielleicht fällt mir gleich noch ein bisschen mehr ein. Ach ja, genau. Was kann ich noch beim Shooting selber machen? Was macht ihr denn in der Bearbeitung? Klassiker, Vignette zum Beispiel. Ja, also am Ende noch irgendwie meistens eine dunkle Vignette, also den Rand ein bisschen dunkler machen oder sowas. Auch das kann man rein theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich will nur in JPEG fotografieren, schon an der Kamera selber machen. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten. Naja, es ist eigentlich ganz klar, wie, nämlich man hat irgendwas am Rand sozusagen, was es so ein bisschen abmildert hier, ne? Das heißt, ja, quer, das geht nicht. So, das heißt, wenn ich hier so ein bisschen was rausnehmen möchte, ich nehme einfach mal einen Daumen, kann ich einfach hier mit dem Daumen an der Linse, super, ja, zum Beispiel hier das Licht ein bisschen rausnehmen oder sowas, ne? Da kommt. Und kann da schon eine leichte Vignette machen. Hautfarbe ist natürlich jetzt nicht ideal. Deswegen habe ich noch ein paar Spielzeuge mitgebracht. Wer mich kennt, weiß, ich mache das gerne. Nehmen wir doch mal hier zum Beispiel so ein schönes Tuch. Damit arbeite ich halt echt gerne. Denn dann, warte noch auf das Bild, ja, kann ich, wenn ich das so vor die Kamera halte, ganz wunderbar und ganz einfach eine Vignette machen, ne? So, herrlich. Immer ein bisschen schräg. Also zum Beispiel hier unten. Geil. Ihr seht das jetzt. Ihr müsst es im Kopf euch kippen, ja, ist klar. Aber ich kann jetzt nicht nur Querformatfotos machen. Genau, also da einfach schon so eine leichte Farbvignette in diesem Fall reingehalten. Klar, ihr könnt natürlich auch ein schwarzes Tuch nehmen oder ein weißes oder ein gelbes, je nachdem, was eure, ja, was euer Geschmack ist. Kannst du einmal die Kapuze aufsetzen. Ist natürlich jetzt fürs Rimlight tödlich. Nichtsdestotrotz. Genau, und die so ein bisschen so, dass die so auf ist. Genau, also wenn man jetzt keine Vignette hat, kann man auch Framing schon nutzen. Jetzt haben wir zum Beispiel hier drin ja auch so, ich nenne es jetzt mal vielleicht ein bisschen Schattentaschen oder sowas, ne? Das heißt, man könnte jetzt auch mal versuchen, kann ich mein Display auch noch sehen? Ja. Ob man hier sozusagen. Einfach schon vielleicht. Ja, auch das, was man in der Umgebung hat als Outfit oder so, nutzt, um da einfach einen dunklen Rand ein bisschen zu haben und jetzt nicht diesen hellen Hintergrund. Ne? Ist das weggegangen? Ja. Genau. Das ist das eine. Danke für die Kapuze. Kannst du wieder abnehmen. So, ich reite einfach mal hier durch die verschiedenen Möglichkeiten. Ansonsten liebe ich auch meine Pyramide hier aus dem Möbelgeschäft, im Dänischen. Auch damit könnt ihr super Vignetten machen. Jetzt keine schwarze natürlich, aber einfach durch Lichtbrechung Teile vom Rand abschneiden. Und genauer gesagt, uninteressante Bereiche oder ablenkende Details abschneiden. Ja, also ich nehme jetzt als super Beispiel einfach mal hier hinten mein Stablicht. Das ist so hell im Bild, das lenkt von den Augen ab. Ich will mich ja eigentlich auf das Gesicht von Pascal konzentrieren. Und das Stablicht ist jetzt einfach mega hell im Hintergrund und irgendwie bei Querformat kriege ich es nicht raus. Tue ich jetzt einfach mal so. Ja? Das heißt, wie kriege ich das weg? Ich nehme hier meine kleine Glaspyramide, halte die so ein bisschen so davor und dann könnt ihr mal sehen, was passiert. So. Jetzt ist sie noch im Bild. Genau, wo habe ich es hier? Und dann gucke ich mal, ob ich sie so vielleicht ja, ein bisschen rausgenommen kriege. Ne? Wie kriege ich das jetzt hin? So. Genau. Gehe ich mit dem Prisma hin, so ein bisschen drehen. Zack. Stattdessen haben wir jetzt da die Jacke. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt einen Farblook drüber legen würde, was ich natürlich bei Out-of-Cam-Fotografie jetzt am Rechner nicht mache, sondern eher in der Kamera dann, aber
hat man gleich auch die Farben nochmal wiederholt, das Rot ist nochmal drin und so. Also liebe ich, mit Prismen zu spielen, da gibt es 1000 Formen und Farben, kein richtig und kein falsch. Und wenn ihr gar nichts dabei habt, probiert es mal mit der Streulichtblende. Auch damit kann man schon so ein bisschen, seht ihr schon hier, ja, einfach zum Beispiel hier so ein bisschen der Blick ins Schwarz. Ganz geiler Shot eigentlich. Ja, auch zufrieden. Immer gut. Model muss auch zufrieden sein, sonst hat man keinen Spaß. Ja, das sind so ein paar Sachen, die mir in den Kopf kommen, wenn es darum geht, für mich irgendwie die Bilder nicht ganz so viel bearbeiten zu müssen. Das heißt, da muss ich jetzt nicht noch im Hintergrund die Lampe wegstempeln, sondern habe es einfach schon so gemacht und habe gleich irgendwie noch so einen Vordergrundeffekt, der so ein bisschen Tiefe suggeriert und also alles in allem eine Win-Win-Situation, Pascal. Ne? So, was können wir dann noch machen? Und jetzt werden die Blicke wahrscheinlich ein bisschen mehr auf dem Monitor wandern müssen, denn jetzt geht es auch ein bisschen darum, was ich für Kameraeinstellungen benutzen kann, um einfach gewisse Bildlook zu erzeugen. Es geht um Farbe, es geht um Kontraste, vielleicht auch sowas wie Schärfe, Rauschen und so weiter und so fort. Nicht zu vergessen, Belichtung natürlich. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal den Shot, den ich jetzt hier gerade von Pascal gemacht habe. Nee, beziehungsweise ich zeige es live. Wir machen es live. Bei Lumix ist cool, ich gehe mein persönliches Menü, da habe ich schon ein paar Sachen drin, die ich brauche heute. Und zwar, klar, die Profis werden lachen, Filter ist ja kompletter Quatsch. Ne? Aber ich sag's mal so, wenn ich im Urlaub bin und ich will einfach nur ein paar Erinnerungen schießen und ich habe jetzt keinen Bock auf 100 Jahre RAW-Retusche und ich brauche nicht das gesamte Spektrum und Dynamic Range bis schießt mich tot, dann kann ich auch einfach mal einen Filter benutzen, der in der Kamera eben mit dabei ist. Das ist natürlich das, was einem als erstes einfällt. Ja, das heißt, jetzt habe ich den Fokus noch nicht gesetzt. So geht das natürlich gar nicht. So macht es keinen Spaß. Und ein bisschen dunkler vielleicht. So, geiler Kontrast. So, genau. Set, da nehme ich mir ja, das ist jetzt High Key. Ne? Dann haben wir hier früher, Retro, Expressiv. Auch geiler Look. Gefällt mir mega gut. Guck mal hier. Hammer. Hammer. Dann, genau, Cross-Process, also Tiefenblau, also oder kalt. Die Lichter, glaube ich, hier in diesem Fall auch, aber die Mitteltöne warm, also die Haut ist warm, Tiefen und Lichter kalt. Ganz klassisches Cinema-Grading eigentlich, deswegen ist es auch. Gibt es auch bei Analogfilm-Simulationen und sowas. Genau, also einfach mal einen Filter benutzen, wenn man eh einen JPEG fotografiert. Why not? Oder wenn ihr einen RAW und JPEG fotografiert, sowieso. Ja, dann haben die JPEGs alle schon mal einen coolen Look. Könnt ihr mal schnell posten, irgendwie direkt vom Handy weg oder von der Kamera. Und die RAWs habt ihr immer noch in der Hinterhand, falls ihr dann doch noch mal eine krasse Bearbeitung machen wollt. Genau, ich stelle die Filter mal wieder aus. Was eigentlich noch viel cooler ist, ist mit dem Bildstil zu spielen. Der brennt sich auch nicht ins RAW rein. Also ich sage das einfach mal technisch für die, die es nicht wissen. Wenn ihr in RAW fotografiert, habt ihr immer die rohen Daten vom Sensor. Ja, das heißt, selbst wenn ihr hier ein Bildstil einstellt, zum Beispiel lebhaft, natürlich oder auch schwarz-weiß, der ist nie im RAW drinne. Jetzt mögen manche vielleicht von euch sagen, ja, aber wenn ich jetzt Lightroom aufmache und ich habe die ganzen Bilder importiert, dann sind die ja alle schwarz-weiß. Ja, das ist das Vorschaubild, was zu jedem RAW mit auf die Kamera gelegt wird. Das ist aber nicht das RAW-Bild selber. Sobald ihr in den Editing-Modus geht oder ins Entwickeln-Modul oder so, werdet ihr sehen, aha, alle Farben sind noch da. Ne? Und zwar so, wie sie auf den Sensor gekommen sind. Genau. Das heißt, wenn ihr RAW und JPEG fotografiert, habt ihr nichts zu verlieren. Ihr könnt auf die JPEGs die krassesten LUTs und Profile draufknallen und die geilsten Bildstile, die wirklich expressiv sind und ihr habt nichts verloren dabei. Genau. Ja, was wollte ich noch zeigen? Genau. Monochrom ist ein super Beispiel. Beziehungsweise, man kann es natürlich auch mit Farbe machen, aber bei Monochrom sieht man es am besten. Bei analogen Fotokameras, da gab es früher so Farbfilter, die man vorne draufschrauben konnte. Verschiedene Farben, also einfach so eine rote Folie im Grunde, die man vorne ans Objektiv dran gemacht hat. Oder gelb, orange. Und gelb, orange, rot kann man super nutzen, um die Haut zu retuschieren.
Ich zeige es mal einfach, dann ist es vielleicht ein bisschen sichtbarer. Ich bin hier übrigens im Bildstil-Menü, wo ich einfach ganz verschiedene, ihr kennt das, dass halt jede Kamera, jeder Hersteller verschiedene Bildprofile hat. Panasonic hat hier, finde ich, ziemlich viele und ziemlich viele coole. Nein, das muss ich nicht sagen, das finde ich wirklich so. Zum Beispiel eben diese Monochrom-Geschichten. Einfach schon geiler Kontrast von Anfang an. Genau. Und hier kann ich jetzt, ich muss diesen Fokus haben, sonst ertrage ich es nicht. Hier kann ich jetzt einmal runtergehen und mir diesen Bildlook, den ich habe, noch anpassen. Zum Beispiel kann ich sagen, ja, doch ein bisschen weniger Kontrast. Oder eben, ich möchte die Lichter hier noch ein bisschen mehr pushen, die ich habe. Zum Beispiel das Rimlight. Oder es ist mir doch ein bisschen zu doll und ich habe keinen Polfilter, dann nehme ich es mir ein bisschen raus, um mir vielleicht ein bisschen Hautstruktur wieder zurückzuholen, die ich durch ein sehr softes Licht verloren habe oder sowas. Genau, die Tiefen kann ich bearbeiten, ist selbsterklärend. Farbabstimmung kann ich ja auch machen. Ist bei Schwarz-Weiß ein bisschen weird, ehrlich gesagt, würde ich jetzt nicht machen, aber wer drauf steht, okay. So, und hier kommen wir jetzt zum wunderbaren Teil, und zwar dem Filtereffekt. Und hier kann ich jetzt so tun, also ich gehe mal in den analogen, in die analoge Denke jetzt rein. Ich habe einen Schwarz-Weiß-Film in meiner Kamera drin. Schraube aber vorne einen Farbfilter drauf. Kurz mal sacken lassen, was passiert. Ich habe zum Beispiel jetzt total das gelbstichige, grünstichige Bild, aber es geht eben auf einen Schwarz-Weiß-Film. Das heißt, am Ende ist es natürlich schwarz-weiß. Aber es macht natürlich was mit der Haut. Angenommen, ich habe eine Haut, die rote Flecken hat. Die hat ein Gelb, die ist im Grunde gelb-orange, hat aber rot-magentafarbene Flecken irgendwie, sagen wir vom Pickel oder weil man sich gekratzt hat oder weiß der Teufel was. Dann kann ich hier, wenn ich ein Schwarz-Weiß-Bild mache, schon eine Hautretusche machen und die Flecken ein bisschen abmildern, indem ich einen Filter drüber lege. Und dadurch wird nämlich die ganze Haut schön orange. Und was orange ist zum Beispiel oder knallrot, hat jetzt auch nicht mehr so viel Farbabstufung. Ja, das heißt, ich habe diesen Farbkontrast nicht mehr zwischen total magentafarbener Fleck und schön warme Haut, warme gelbe Haut zum Beispiel, sondern ich habe einfach nur noch orangene Haut, nur noch gelbe Haut, nur noch rote Haut. Aber dadurch, dass ich einen Schwarz-Weiß-Film habe, sieht man es nicht. Man sieht nur, dass die Flecken nicht mehr da sind. Und deswegen ist es so cool, mit diesen Farbfiltern zu arbeiten. Genau, und ihr seht, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran. Schalte auf manuellen Fokus, damit ich mir das hier mal kurz ranholen kann. So. Bildstil. So, und schaut mal, was jetzt mit dem Gesicht passiert. Ich versuche mal ein bisschen so zu machen, ne? So, Orangefilter, Rotfilter, Grünfilter. Mit dem Grünfilter könnt ihr Sommersprossen extrem rausholen. Ja, also da, das wäre jetzt was, meine ich jedenfalls, falls ich mir jetzt nicht vertue. genau, da würden auf jeden Fall die Sommersprossen viel mehr rauskommen und mehr Struktur. Ne? Bei Rot und Orange seht ihr schon, das macht was mit der Haut. Ehrlich gesagt, bei hellhäutigen Modellen funktioniert es ein bisschen besser. Aber ich möchte es trotzdem euch nahegelegt haben, das einfach mal auszuprobieren. Könnt ihr mit euren Kameras hoffentlich auch. Genau. Dann, was total cool ist, ich habe es eben schon, achso, wir können einfach nochmal weiter durchgehen. Genau, das ist der Filtereffekt, da sage ich mal, ich möchte hier smooth Haut haben, nehme Orangefilter mit rein. So, dann gehe ich noch ein bisschen weiter runter. Vintage hier, super geil, Korn drauf, ne? Also hier, hohes Korn, also ein richtig schönes Bildrauschen nochmal draufgelegt, direkt schon aufs JPEG, simuliert irgendwie eine hohe ISO-Zahl oder ein halt einen speziellen Film oder so, wenn ich einen Look hab, wenn ich einen bestimmten Filmlook haben will. Dann kann ich hier natürlich die Schärfe nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Also ein JPEG wird immer nachgeschärft. Wenn ihr ein JPEG und ein RAW nebeneinander legt, wird das JPEG eigentlich immer ein bisschen erstmal schärfer sein. Ja, also ein bisschen mehr Details drin haben. Allerdings, das RAW hat mehr Möglichkeiten, eigentlich die Schärfe im Nachhinein nochmal rauszuholen. Ne? Also die Details sind im Grunde bei beiden gleich, nur das JPEG kommt immer schon nachgeschärft aus der Kamera, es sei denn, ihr stellt es explizit ein, dass ihr hier Schärfe auf minus 5 habt oder sowas. Ne? Dann ist es nicht so, aber ein JPEG wird eigentlich immer nachgeschärft. Genau, Rauschminderung kann ich auch noch einstellen, nur der Vollständigkeit halber. Genau,
So, und was machen wir jetzt? Klar, wir könnten jetzt so quasi unseren eigenen Schwarz-Weiß-Look kreieren und auch schon ein bisschen Bearbeitung mit rausnehmen. Ja, die Hand ist cool. Lass die Hand mal da. Kurz mal einmal ein Foto machen nebenbei, bevor es langweilig wird hier für die Leute. Wir hätten auch eine Frage schon im Chat. Noch. Ja, gerne. Und zwar die Frage, welches Objektiv du gerade benutzt. Oh, das ist das 85 mm von Lumix. 1,8. Eben mit dem Polfilter von Zeiss. Variabel. Perfekt. Ja, genau. So, machen wir mal weiter. Was halt auch besonders cool ist, finde ich, bei Lumix, ist es auch ein, ich glaube, ein unique selling point im Moment, ist, dass ihr mit LUTs arbeiten könnt, also Lookup-Tables. Was ist das? Das wird hauptsächlich im Film verwendet, wo man ja, es sei denn bei krassen Hollywood-Produktionen, nicht unbedingt in RAWs filmt, ja, sondern wegen der Datenmenge meistens noch mit MP4 oder mit anderen Videoformaten. Und da ist es eben nicht so, dass man die Sensor-Rohdaten hat, sondern da muss man schon von Anfang an ein bisschen eben auf den Bildlook gucken, dass man am Ende sich nicht irgendwie was kaputt macht. Ja? Also wenn ich jetzt einen Film mache und ich mache den extrem kontrastreich, ein extrem kontrastreiches MP4 ist wie ein extrem kontrastreiches JPEG. Das kriege ich am Ende nicht mehr raus. Ja? Und deswegen ist es so, dass die meisten Videografen oder Filmproduzenten mit diesen Log-Profilen arbeiten, die besonders flach sind. Da habe ich noch die meisten Möglichkeiten am Ende, das in Anführungsstrichen JPEG, also die MP4, nochmal irgendwie schön auseinanderzuziehen und wirklich den Bildlook so zu bearbeiten, wie ich das möchte. Genau. Und es gibt eben jetzt die Möglichkeit, mit sogenannten Lookup-Tables auch in der Kamera schon zu arbeiten. Das gab es vorher eigentlich nur am Rechner, sage ich jetzt einfach mal so. Und jetzt eben auch hier mit der S5 II oder auch mit der G9 II, mit der neueren, geht das eben auch schon in der Kamera. Und das Tolle ist, das ist im Grunde wie so eine Übersetzungstabelle. Ja, das heißt, irgendwo steht, wenn da eine 1 reinkommt, gibt eine 3 raus. So. Und das ist am Ende das, was mit den Farbinformationen passiert. Ja, das heißt, er macht aus Blautönen Grüntöne. Blöd gesagt. Ne? Und ihr könnt die selber in Photoshop erstellen mit Einstellungsebenen, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Tiefentonung, was ihr wollt, Gradationskurven, knallt da 5 Ebenen übereinander, exportiert den Look als LUT. Und schnappt, packt den euch auf die Kamera und genau das habe ich gemacht. Ich habe hier ein paar Profile drin, ihr seht schon, Red, Cine, Pipapo. Genau, die habe ich einfach hier draufgeladen, aus meinem Photoshop quasi. Und die kann ich jetzt benutzen eben, um meine JPEG-Fotografien, nenne ich es jetzt einfach mal, aufs nächste Level zu holen. Ja, also gehen wir hier mal My Photo Style 1. So. Da gehe ich jetzt mal ganz nach unten und müsste hier eigentlich ein LUT einstellen können. Ups. So, genau. Und dann nehme ich jetzt zum Beispiel Black and White Skin. Das ist das eben, wo ich auch in Photoshop die Hauttöne nochmal entsprechend mit Gradationskurven bearbeitet habe, dass ich da möglichst wenig Flecken drin habe und so weiter und so fort. Aber das Beispiel hatten wir ja schon. Nehmen wir doch zum Beispiel mal Red. Ja, also auch solche Geschichten könnt ihr damit machen. Sieht einfach mega geil aus. Ich meine, ich weiß nicht, wofür man es benutzen sollte, außer irgendwie für Kunst, künstlerische Sachen, aber genau. Ja, was haben wir noch? Cine, genau, also so ein bisschen Cinematic Look. Ja, da ist dann so ein Color Grading drin, im Grunde, wie wir das eben auch schon hatten. Ja, also die Tiefen sind so ein bisschen, kann ich mal wieder Autofokus einstellen, ist ja schrecklich. Danke. Genau, die Tiefen sind so ein bisschen schon mal kälter gemacht, die Hauttöne ein bisschen wärmer, Lichter wieder ein bisschen kälter, damit hat man einfach eine Farbstimmung drin. Ne? Genau, finde ich besonders cool. So, ich mache ein bisschen mein Display hier. Die Belichtung total verkackt hier. So, darf man eigentlich fluchen? Klar, sagt er, okay, wunderbar, let's go, Feuer frei. So, dann Retro, auch mega cool, ja. Müsste man vielleicht ein bisschen die Belichtung nochmal anpassen. Ist was so ein bisschen grünlich vielleicht vom Touch her, sieht man jetzt hier in diesem Fall nicht so besonders gut, aber da könnt ihr wirklich eure eigene Filmsimulation machen, wie ihr das möchtet. Was haben wir noch? Red, Black and White. Ach hier, Teal and Orange, genau. Wunderbar. Das ist halt was, ich gehe mal einen Meter weg. Na, wo sind wir? Da sind wir, ne? Genau. Also hier haben wir wirklich,
Ich mach's mal an und aus. Seht ihr schon, wie das Blau hier knallt auf einmal, ne? Richtig schöner Teal- und Orange-Look. Fällt natürlich jetzt beim grauen Hintergrund und so nicht so auf, ne? Aber ihr wisst schon, wie es geht. Was haben wir noch? Genau. Ach so, hier sowas wie Red, Black and White. Ja, also sowas wie eine Farbfreistellung im Grunde. Wie nennt man es nochmal? Color Key. Sie, danke. Genau, hier in diesem Fall rot. Also Hauttöne sind auch mit drin, wie man sieht. Alles andere ist schwarz-weiß. Finde ich persönlich auch ganz geil. Einfach mit Photoshop relativ zack-zack gemacht, mit Einstellungsebenen als Cube raus exportiert und fertig. Dasselbe gibt es auch noch mit Gelb. Das sieht dann so aus. In diesem Fall ein bisschen schräg, weil wir haben kein Gelb im Bild. Genau, was man aber auch machen kann, ist, der Filter heißt SkyND. Und ihr seht schon, wenn ich den an- und ausmache, was mit der Jacke passiert. Das ist jetzt nicht das Beispiel, was ich eigentlich brauche, denn eigentlich geht es hier um blauen Himmel. Ja? Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Blautöne, Cyantöne genommen und habe die mit Photoshop ein bisschen dunkler gezogen. Sonst nix. Und das geht wirklich easy in Photoshop. Exportiere mir das Look, den Look als LUT, pack's mir auf meine Kamera drauf und kann dann im Grunde, wenn ich draußen JPEGs fotografiere, dieses LUT drauf habe. Alles sieht aus wie gehabt, nur der Himmel strahlt nicht so. Der Himmel brennt vielleicht nicht aus, weil ich den ein, zwei Blenden dunkler gezogen habe. Also im Grunde das, was man auch in Lightroom zum Beispiel auch macht. Ne? Genau, also total praktische, alltagsnahe Sachen auch, wo ich im Grunde gar nicht krass Veränderungen haben muss. Genau, um irgendwie einen Look oder eine Veränderung zu haben. Genau. Das ist im Grunde das. Das Schöne ist eben, ich könnte rein theoretisch auch hier unten, ihr seht den ausgegrauten Punkt, in die RAW-Verarbeitung gehen. Ne? Das heißt, ich kann auch, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil das wird per HDMI nicht übertragen, aber ihr könnt es euch vorstellen, vielleicht geht es mit anderen Kameras auch, vielleicht kennt ihr das von eurer auch. Ich kann jetzt, im Grunde könnte ich hier reingehen, ich suche mir ein Bild aus, dauert eine Minute, zum Beispiel das, fand ich ziemlich cool, schnappe ich mir und sage, hey, ich will hier eine RAW-Verarbeitung machen, kann ich jetzt nicht auswählen, wegen HDMI, ja, und könnte da dann nochmal alle Parameter ändern, die ich euch eben gezeigt habe. Ja, also, sei es die Lichter, sei es die Tiefen, die Schärfe, das Rauschen und auch das LUT, das Lookup-Table, kann ich nochmal ändern, den Bild-Look kann ich nochmal ändern und das kann ich auch miteinander kombinieren. Ja, das heißt, ich kann theoretisch auch sagen, ich will hier irgendwie ein Schwarz-Weiß, ihr könnt es ja mal live ausprobieren. Sagen, ich will hier als Basis nicht Standard haben, sondern, ups, sagen wir mal, was Monochromiges. Und dann gehe ich rein und knall mir da noch ein LUT drüber. Zum Beispiel einfach mal das und kriege am Ende was total Verrücktes. Ja? Was haben wir denn hier? Red. Ja, Red geht jetzt nicht, weil der Bildstil dominiert, ja, aber genau, da könnte man jetzt wirklich, ich will den Kontrast von dem Cine-LUT haben zum Beispiel, kombiniere das mit einem vorhandenen Schwarz-Weiß-Bildstil, der in der Kamera schon drin ist und kann damit wirklich ganz verschiedene Kombinationen auch machen. 10 LUTs kann ich hier in der Kamera speichern, also ganz schön viel Auswahl. Und genau, den Look feiere ich jetzt irgendwie gerade total. Den kann ich jetzt einfach mal nehmen. Der ist sehr kontrastreich, ich habe keine Sorge, ich habe das RAW noch mit dabei. Und jetzt will ich einfach nochmal gerade 2, 3 Fotos machen. Wenn ihr da draußen Fragen habt oder ihr hier drinnen, haut raus. Noch haben wir ein paar Minuten Zeit, glaube ich, ne? Was haben wir denn hier noch? Definitiv. Da hinten ist schon eine Meldung. Ja, bitte. Ich will nochmal wiederholen, gleich nochmal die Frage für den Stream. Genau. Ja, es ist, genau, also die Frage ist, der Herr, wie ist der Name? David. David kennt den Pull-Filter schon aus der Outdoor-Fotografie und sagt, ja, normalerweise ist das ja, also hat ja auch diesen tollen Effekt, dass der auch die Kontraste einfach verstärkt in dem Bild und jetzt nicht nur eben für Reflexionen da ist, sondern auch Kontraste verstärkt. Ja, das hat man im, also der Effekt ist natürlich derselbe, aber es verhält sich natürlich immer anders, je nachdem, was für eine Lichtquelle man hat. Also ob ich jetzt Sonnenlicht habe,
Das kann ja auch mal weicher, mal härter sein, je nachdem, wie der Sonnenstand ist, ob ich Wolken habe und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich nutze es hauptsächlich, um mit der Reflexion zu arbeiten. Und das Schöne ist, dadurch, dass es vorne an der Kamera dran ist, habe ich den Effekt im RAW. Weil es geht erst durch den Filter, dann auf den Sensor. Das heißt, den Hautglanz, den ich vielleicht durch eine Visagistin oder sowas mühevoll wegnehmen müsste, kann ich hiermit schon ein bisschen abschwächen und habe es direkt im RAW drin und muss jetzt dann nicht noch extra 50 Filtermasken irgendwie beim Bild drüberlegen oder sowas. Ne? Genau. Ja, das heißt, und ein bisschen mehr Kontrast hat man, also vom Gefühl her, ja, auf jeden Fall. Würde ich unterstreichen, ja, hat man. Mhm. Bitte. Mhm. Genau, ja. David fragt, Fabian, du arbeitest mit Dauerlicht, fallen da nicht dem Modell die Augen raus? Ja, tun sie. Ja, genau. Also ich arbeite auch mit Blitzen bei Workshops super gerne mit Dauerlicht, damit ihr sehen könnt, wie das Licht fällt und nicht immer auf diese, ja, die Hundertstel warten müsst, bis es denn mal aufblitzt. Aber natürlich, insbesondere bei der Beauty-Fotografie, ich bin dann auch so ein Typ, ich sage, Pascal, guck nicht in die Kamera, bloß nicht in die Kamera gucken, direkter Kontakt, direkt Kontakt, so langweilig. Guck hier immer schön zur Sonne, ja, immer schön zur Sonne gucken. Dann 3 Stunden später, als käme er irgendwie aus den Niederlanden gerade, genau, und da hat man natürlich am Ende ein bisschen mehr Beauty-Retusche, weil du rote Augen hast einfach, ne? Klar, auf jeden Fall. Also Dauerlicht hat seine Vor- und Nachteile, ne? Klar. Muss man ein bisschen schauen, dass man Pausen macht auch und ja. Ich persönlich gucke meistens am Licht vorbei. Ich gucke gar nicht direkt auf das Licht, deswegen tut mir das gar nicht so wirklich dämlich. Ist natürlich aufgucken direkt, das ist natürlich problematisch. Genau. Pascal sagt, er achtet darauf, dass er gar nicht so ins Licht guckt, sondern immer so ein bisschen dran vorbeiguckt. Aber bei so einer riesen Softbox ist es noch schwer irgendwann. Genau. Also im Chat haben wir noch nichts, okay. Außer eben die Latzen werden natürlich heiß diskutiert. Wer sich hierzu natürlich noch mal ein bisschen einlesen möchte, wir haben auf unserem Blog einen Camera Basics Artikel. Mhm. Und deine Latz speziell gibt es bei dir auch im Online-Shop, wenn ich das richtig genau weiß. Das heißt, wer sich genau konkret für diese jetzt interessiert, kann auch gerne mal bei dir vorbeischauen. Das verlinken wir natürlich auch. Genau, super. Ich habe, ehrlich gesagt, ist ein bisschen peinlich, ich habe den Code nicht im Kopf. Ich glaube, Lumix Latz heißt der. Damit könnt ihr euch die Latz bei mir von der Webseite für umsonst besorgen. Den gebe ich euch nochmal. Also für alle, die jetzt hier vor Ort sind oder auf YouTube im Chat, ihr könnt alle meine 10 Latz for free sozusagen haben mit dem Code Lumix Latz. Alles groß geschrieben, glaube ich, über meinen Shop auf der Seite. Den Code sichere ich nochmal ab und den können wir dann auch mit reinnehmen in die Beschreibung. Perfekt. Na, wenn das kein gutes Angebot ist, weiß ich auch nicht. Genau. Von meiner Seite aus wäre es das. Ich würde noch ein paar Fotos machen. Ihr könnt ja mal schauen, ob euch noch Fragen aufkommen im Prozess oder nicht. Mhm. Und ihr könnt gerne auch die Bühne stürmen und selber auch ein paar Fotos machen von Pascal. Die Veröffentlichung und so, das könnt ihr alles mit ihm klären im Nachhinein. Aber wir haben jetzt vielleicht eine kurze Pause, Viertelstunde oder sowas, denke ich, genau, bis zum nächsten Thema. Da könnt ihr gerne eure Kameras auch nehmen und hier mitshooten, selber auch nochmal ein paar Sachen ausprobieren oder auch für mich nochmal steht für Fragen zur Verfügung. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns gleich alle wieder beim nächsten Live-Shooting-Workshop zum Thema Kreativ mit Licht und so. Das ist super. Bis gleich. Dankeschön.